Ja, ich habe dann doch ein bisschen länger überlegt als gewollt. So, wir sind wieder zurück. Ich bin ein wenig gelaufen, wie ihr sehen könnt, wenn ihr den letzten Part noch in Erinnerung habt. Und zwar stehe ich jetzt hier in diesem Gang da, wo es so schön blinkt. Und da haben wir, soweit ich weiß, müssten wir da links nämlich noch aufmachen können mit unserem Schlüssel. Siehste, dann wollen wir da nochmal reingucken. Das Goldwappen haben wir auch noch. Damit müssen wir, glaube ich, zurück in den Speisesaal und das da einsetzen. Das machen wir natürlich auch noch. Und jetzt haben wir erstmal ein kleines Bilderrätsel vor uns. Und ein paar Raben da oben auf der Gardinenstange, aber sonst immer bleiben, wo sie sind. Ich glaube, wenn wir hier keinen Fehler machen, dann greifen die uns auch nicht an. So, Lisa, geschützt von den drei Geistern. Das Bild einer Frau mit Armband, Halskette und Krone. Am Unterrand des Bildes ist ein Schalter. Den werden wir nicht drücken. So, wir haben da eine grüne Krone, ein lila purpurnes Halsband und eine rote oder orange, ein oranges Armband. Das werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal farblich hier hinhauen müssen, damit das da hinten gleich hochfährt. So, da grün, grün. Achso, das habe ich gar nicht gelesen. Das ist Armband. Armband ist jetzt grün. Das ist noch nicht ganz richtig, aber macht erstmal nichts. Halskette, ja. Die ist jetzt purpur. Das ist richtig. Und heiligen nee, Krone. Krone muss werden grün. Das ist ebenfalls richtig. Ach nee, Holz, ja, eine Holzkette. Gute Holzkette ist auch falsch. Also richtig. Das Armband, das ist noch falsch. So, mach mal. Jawohl. Ist jetzt weiß. Und wenn wir jetzt hier nochmal drücken, sollte es, ja, orange werden. Und dann haben wir es. Jetzt können wir hier drücken. Jawohl. Siehste. Ast rein. Da liegt doch schon wieder was. Können wir mal einpacken. Platz haben wir ja noch. Ja, genau. Ein. Oh, eine weitere Todesmaske. Damit haben wir jetzt 3 von 4. Und. Ach so, wir sind hier direkt auf dem Friedhof. Die können wir gleich abladen. Dann sind wir die schon mal los. Dann müssen wir nachher nicht das gesamte Inventar nur mit den Masken voll ballern, wenn wir hier mit herkommen und alle haben. Ja, dann stecken wir die schon mal rein. So, wir müssen dahin. Ah, und dann holen wir auch gleich die Munition dann noch weg. Nicht, dass die noch schlecht wird. Die liegt ja auch schon ewig. Jawohl. Marschieren wir mal. Wir haben jetzt. Ohne Mund, oder was hat er jetzt? Ja. Und da müssen wir ran. Wo müssen wir denn hin? Hier, da. Loch, nee, Nase ist das. Hier, ja. Die erste Kette hat sich gelöst. Sehr schön. So, wir könnten natürlich tatsächlich auch nach und nach mal die anderen herbringen. Denn wie gesagt, dann wenn ich jetzt mit 3 Plätzen da. Also wenn ich jetzt 3 Masken mitnehmen muss, dann habe ich ja schon wieder das halbe Inventar dicht. Nur damit. Wer weiß, was da aus dem Sarg da oben rauskommt. Muss wieder noch Probleme kriegen. So, Munition. Ja, Gewehrmunition. Langsam wird's. Jetzt sind wir bei 18 Schuss, glaube ich. Plus 3 im Gewehr. Heißt 21. Das ist ja mittlerweile schon mal nicht so schlecht. So, und jetzt gehen wir erstmal wieder in die Eingangshalle zurück.
bisschen was loswerden. Unser Proviant. Und irgendwo ist ja noch was zum Öffnen. Können wir direkt mal gucken. Da hinten ist ja noch eine rote Tür. Vielleicht machen wir die mal auf. Also versuchen es. Denn so langsam war das jetzt hier. Ja. Ja, sehr gut. Rüstungsschlüssel verwendet. Und den brauchen wir schon nicht mehr. Das ist fein. So, dann gehen wir hier doch einfach mal rein. Haus. Hoffentlich schmeißt hier keiner mit Steinen. Ah, Munition auf dem Tisch. Auf dem schönen Glastisch. Ja, wird nur wieder Zeit. So, und ich glaube sogar noch zu wissen, was wir jetzt bekommen. Was haben wir da noch? Ein Dolch. Sehr schön. Nehmen wir erstmal den. Jawohl. Ich weiß, was es gibt. Und wir können schon sehen. Forrest hat ins Gras gebissen. Er scheint schon eine Weile tot zu sein. Ja, mit Love Forrest ist nicht mehr. Mit Love Forrest ist nicht mehr. Und wir kriegen was ganz Tolles. Granatwerfer. Yes. So. Ich glaube, das sind jetzt nur noch Kräuter. Und wenn wir da hinten hingehen, hat Forrest, glaube ich, doch noch Bock, uns anzugreifen. Deshalb lasse ich das erstmal. Ich hole mir die eventuell, wenn ich sie brauche. Wir haben ja auch noch... Nee, das war falsch. Irgendwo anders auch noch so ein kleines... Krautlager. Ich glaube, das ist sogar da oben, da wo wir das mit der Pflanze gemacht haben. Da müssen noch ein paar... Ich glaube, sogar 5 Pflanzen rumstehen. Also, wer weiß, ich glaube, die brauchen wir ja auch gar nicht. Zumindest nicht so schnell. Und unsere Itembox hat ja auch noch diverse Kräuter gelagert. Also, so schnell werden wir sie nicht brauchen. Jetzt sieht es aber schon mal ganz gut aus, denn wir haben deutlich mehr Schusskraft jetzt. So, das werden wir hinten bei der Schlange wohl auch brauchen. Da ist ja auch noch rot, da steht auch noch ein Kraut rum. Da wo Richard ist, wo wir ihm das Serum gegeben haben. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Wir kommen da sowieso nicht rein zur Schlange zurzeit. Und jetzt wollte ich gerne mal wieder eine Itemkiste finden, dass wir das erstmal wegstecken können. Munition und den Granatwerfer brauchen wir erstmal nicht. Und das tun wir am besten, glaub, da hinten hoch, ne? Beziehungsweise dann wieder, ja, ich glaube ja. Und dann, ups, oder machen wir das gleich. Ich hab's auch dabei, ne? Ja, genau. Wir kommen ja eh durch den Speisesaal. Dann schmeißen wir da mal das Wappen rein. Und dann müsste sich das hier auch mit der Uhr langsam mal aufklären. So, gucken, jawohl. Zickzack. Ding dong. Kuckuck. Hey, da kommt ein Kuckuck rauskommen eigentlich. So. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Anscheinend können sie Räder im Uhr wegdrehen. Ausprobieren? Nein. Denn wir werden nochmal kurz das Bild angucken. Und zwar, das kurze Schwert steckt in der Brust des einen Ritters. Das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt.
Das heißt, das lange Schwert steht ja schon. Klein. Ja, einmal noch drehen, ne? Wieder jetzt vertan. Das lange Schwert. Dann müssen wir es andersrum machen, genau. Nein, 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 nein. Aha, Scheiße. Ja, Mann. Ja. Nein. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich will das andere drehen, mein Gott. So, wieder zurück. Ja. So. So, genau. Schwere Geburt. Jetzt schlägt's 13 oder was? Oh. So, was haben wir da? Einen Schlüssel. Jawohl. Pack ein. Und das ist. Halt, dreh dich mal um. Jo. Rüstungsschlüssel. Schild. Rüstung hatten wir ja bereits. Schildschlüssel. Jawohl. Jetzt haben wir wieder neue Möglichkeiten, die wir umgehend ausschöpfen wollen und, na gut, nicht ganz umgehend, denn erst beim nächsten Mal. So, bis.